So, wir bleiben noch bei der Kriminalität. Es dauert nur Sekunden und bevor man überhaupt begriffen hat, was da gerade passiert, ist die Uhr weg. Vom Handgelenk weggestoßen, blitzschnell, manchmal von einem vorbeifahrenden Motorroller aus. Räuber, die fast wie Magier agieren. Passiert in vielen Urlaubsorten und insbesondere auch auf Mallorca. Die Rolex-Banden, komplett durchorganisiert, denn dahinter steckt die neapolitanische Camorra. Immer öfter schlägt sie zu, die italienische Mafia Camorra. Neuestes Ziel der Gangster, beliebte Urlaubsorte auf Mallorca, Ibiza oder dem spanischen Festland. Und dort kann es jeden treffen, zumindest wenn man eine Luxusuhr ab 20.000 Euro aufwärts am Arm trägt. Rücksichtslos werden den Uhrenbesitzern ihre liebsten Stücke vom Handgelenk geraubt. Und das, ohne dass es die Opfer gleich merken. Laut Guardia Civil werden täglich 3 bis 4 Rolex allein auf Mallorca geklaut. Im Juni gelang der Polizei dann ein Mini-Erfolg. 4 Bandenmitglieder wurden kurz vor Abflug am Flughafen verhaftet. Und so geht die Uhrenmafia vor. Die Techniken des Uhrenklaus lernen die Mitglieder an geheimen Orten, werden dann mit gefälschten Pässen in die Urlaubsregionen geschleust. Dann suchen sich die Banden ihre Opfer in Luxusläden oder teuren Restaurants und setzen hübsche Frauen auf reiche Männer an. Die Ansage der Mafia-Bosse, Uhren unter 20.000 Euro lohnen sich nicht. Ist eine Uhr gefunden, verfolgt der Späher das Opfer, ruft seine Bande per Handy. Das Zugriffskommando führt dann den Raub binnen Sekunden durch, gibt die Uhr an Mittäter weiter. Und so fällt es der Polizei dann schwer, eine Täterschaft nachzuweisen. Besonders teure Uhren werden sofort nach der Tat außer Landes gebracht. Uhren unter 50.000 Euro tragen die Mafiosi bei der Ausreise meist selbst am Handgelenk.